Dögl, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft. Auf jeden Fall nach vorne. Also es ist total wichtig, dass man das Spiel abhakt, das was jetzt war am Wochenende, und sich dann aufs nächste konzentriert. Ja, ich denke, dass auf jeden Fall mehr drin gewesen ist. Wir haben es auch so analysiert mit dem Trainer zusammen, dass mehr drin gewesen ist, dass wir an ein, zwei Stellen arbeiten müssen jetzt die Trainingswoche, wo es halt nicht so gut geklappt hat, was wir beim nächsten Mal besser machen müssen. Und ich denke, dass wir gut eingestellt sind jetzt dann aufs Wochenende. Ja, positiv denke ich auf jeden Fall. Also ich denke, ich habe noch Platz nach oben, das auf jeden Fall. Ich bin noch auf keinen Fall so, dass ich jetzt sage, ja, meine Entwicklung ist jetzt so gut, dass es jetzt reicht, und damit gebe ich mich auf keinen Fall zufrieden, aber ich denke, dass ich eine positive Entwicklung genommen habe in verschiedensten Bereichen, was das Torwartspiel angeht, aber auch was meine Persönlichkeit anbelangt. Ja, also langfristiges Ziel jetzt mit dem Club ist auf jeden Fall, die Klasse zu halten die Saison. Ich denke, das steht dann eher da erster an oberster Priorität. Und den Pokal zu gewinnen wäre auch eine schöne Sache, was ich mir als Ziel persönlich noch setze mit dem HFC. Und meine persönlichen Ziele sind, weiter bei der U20-Nationalmannschaft dabei zu bleiben und auch weiterhin beim HFC gute Leistungen zeigen zu können. Das erste Mal schon 2,5 Jahre her, also bei der U19. Und U20 wurde das erste Mal 2014 nominiert, im September. Und ja, war ein unglaubliches Gefühl. Ich habe mich mega darüber gefreut. Und ja, es ist einfach unglaublich, wenn dann man auf dem Platz steht und die Nationalhymne eingespielt wird, kriegt man einfach nur Gänsehaut. Und es ist eine große Ehre, dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich jedes Mal über eine Einladung. Ja, auf jeden Fall. Also es sind natürlich Erinnerungen, auf die ich später zurückblicken werde und sagen werde, ja, das war eine super Zeit, auch da dabei gewesen zu sein. Und ja, aber ich habe größere Ziele, als nur bei der U-Nationalmannschaft Spiele zu machen, und ich denke, die hat jeder Fußballer. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, allein ist es dessen schon geschuldet, dass man beim DFB einfach nur wenige Tage zusammenarbeitet, wo man einfach auf andere Sachen achten muss, als man vielleicht im Verein dafür die Zeit hat einfach. Und grundsätzlich ist es ja beim DFB, man muss erstmal sich zusammenfinden die ersten Tage mit anderen Spielern, mit denen man sonst halt nicht zusammenspielt. Im Verein ist man halt vertraut, im vertrauten Umfeld. Und ja, das Training ist auf jeden Fall unterschiedlich. Ja, gut, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also ich denke, dass ich der Abwehr vertraue, genauso wie die Abwehr mir vertraut. Und das ist sehr wichtig im Spiel. Und ja, ich denke, dass wir uns auf jeden Fall sehr gesteigert haben. Wenn man es mit den ersten Spielen vergleicht, wie wir jetzt die letzten Wochen in der Verteidigung agieren, ist auf jeden Fall viel besser als am Anfang. Ich denke, dass wir alle grundsätzlich noch Entwicklungsbedarf haben. Das fängt bei mir an und das endet auch ganz vorne beim Sturm. Und ja, deswegen sind wir natürlich nicht alle perfekt. Nee, das eigentlich nicht. Also ich habe da vollstes Vertrauen in jeden Spieler. Und deswegen, wenn der Trainer entscheidet, heute ja der spielt oder der spielt, dann ist das mir eigentlich ziemlich gleichgültig. Ja, dass wir über 90 Minuten hellwach sind auf jeden Fall, dass wir im Spiel sind, dass wir wenig Chancen zulassen und dass wir unsere Chancen, die wir uns vorne arbeiten, nutzen. Und ja, kompakt agieren auf jeden Fall in der Defensive und offensiv unsere Konter setzen mit unseren schnellen Spielern. Dögl, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft.